Samstagabend auf Pure FM, 21:55 Human Colors meets Pure FM. Herzlich willkommen hier auf Pure FM und vor allen Dingen herzlich willkommen, lieber Alex, lieber Chris von Human Colors. Ja, hallo Matthias, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, auf jeden Fall. Hi, guten Abend. Hallo Chris. Ist ja ungewohnt, euch hier mal so in Studiokulisse zu sehen, weil normalerweise sehen wir uns ja, wenn, dann im Club, nämlich im Kitty, im KitKat Club Berlin. Wie kam es denn jetzt überhaupt für alle, die noch nie bei Human Colors waren? Wie lange gibt es euch eigentlich und wie ist die Partyreihe entstanden? Ja, uns gibt es jetzt seit gut ein und ein Dreivierteljahr im KitKat Club. Entstanden, ja, wie ist die Party entstanden? Also uns gibt es jetzt gut seit 20 Jahren in der Stadt als Kollektiv, Stereoaktiv. Meine Frau mit ihrer Frequenzfreunde Berlin, ich mit Stereoaktiv. Und wir sind seit vielen Jahren halt in der Clubszene aktiv und wir dachten uns, wir entwickeln ein Konzept, die Farben der Musik zu den Farben der Menschen, natürlich auch mit den Tiefen, dass wir zusammen miteinander schwingen können und das in einem besonderen geschützten Ort, unserem Safe Space, dem KitKat Club, worauf wir auch natürlich sehr stolz sind, ein besonderes Konzept geschaffen zu haben mit viel Liebe im Detail und natürlich auch wundervollen Menschen. Nun hat ja Berlin viele Clubs. Wie kamt ihr ausgerechnet aufs Kitty? Was war der Grund dafür? Also KitKat Club ist einfach, steht für Vielfältigkeit, Diversität, Body Positiv und das ist alles, was wir, also wo wir 100% dahinter stehen können und wo wir dachten, dieser Club ist einfach, ja, ist Heimat, ist das schönste Wohnzimmer der Stadt mit ganz vielen tollen, offenen Menschen. Es ist multikulturell. Man hat die Leute hier aus Berlin, aber auch ganz viele Gäste, die aus der ganzen Welt anreisen. Und ich finde, das ist immer eine ganz schöne Mischung. Jetzt hören wir ja seit 20 Uhr auch schon eure DJs, nämlich Orpheus und jetzt eben B2B mit Modulators. Wonach sucht ihr eure DJs aus? Weil ihr habt ja schon sehr ausgewählte Musik. Und vor allem, wie würdet ihr diese elektronische Musik bezeichnen, die bei euch läuft? Genau, also ich kann schon mal sagen, Kitty, es gibt ja immer hier Fetisch. Bei uns ist ganz klar, wir haben Klangfetisch. Ja. Und danach wählen wir aus. Also die Musik, die muss einfach einen berühren, mitreißen, einen ganz tief in der Seele bewegen. Geschichte erzählen. Eine Geschichte erzählen, genau. Das ist auch die Prägung von der Fusion von Burlesque, Bodypaint Art und Techno. Deswegen, ihr geht da ja mit sehr viel Liebe ran. Also ihr macht nicht nur einfach ein Line-Up irgendwie, das ihr dann hinknallt, sondern du hast es gerade schon erwähnt, es gibt Bodypaints, es gibt eine Burlesque-Show. Wie muss man sich das genau vorstellen? Ja, unser Abend ist bunt gemischt. Wir schmücken natürlich den Abend und unsere Gäste noch besonders mit Bodypainting. Das bedeutet, der Gast kommt zu uns in den Event. Wir schmücken den, wir machen den bunt. Wir zelebrieren über den Abend natürlich guten, ich sag mal, Berliner und auch guten Techno. Berliner Techno ist, glaube ich, die Grundbasis auch von uns allen. Wir sind ein Berliner Kollektiv. Und das i-Tüpfelchen am Abend ist wirklich der Moment unserer Secret Burlesque Shows. Das bedeutet, zwischen den DJs Slots werden dann spezielle Burlesque-Shows präsentiert, die den Laden dann nochmal zum Kochen bringen, die Leute abholen, eine Energie entwickeln, eine Symbiose, die natürlich den ganzen Laden zum Explodieren bringt und das macht es halt für uns auch sehr besonders in diesem tollen Ort. Die Partyreihe ist ja jeden ersten Donnerstag immer im Monat. Die nächste Party ist dann am 4. April. Was erwartet uns da denn? Ja, am 4. April haben wir auch einen ganz besonderen Gast, zwei ganz besondere Gäste, worauf wir uns auch sehr freuen. Das ist der Macho Milano, ist der Veranstalter vom Hexenwerk Festival und auch ein liebgewonnener Freund und Musikpartner aus unserer Gruppe. Darauf freuen wir uns sehr und ein, ich sag mal, Berliner Urgestein, der Sound Solid, der auch schon seit über 35 Jahren selber DJ ist und natürlich auch unsere Crew, der Poco Loco und unsere Residents Schnabeln und Saugen werden den Abend wieder mit abrunden. Genau. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Jetzt geht's gleich wieder rüber ins DJ-Set. Ihr wart nämlich letztes Jahr auch bei Rave the Planet, aber da sprechen wir im nächsten Take drüber. Jetzt schalten wir erstmal wieder rüber zu Modulators hier bei uns auf sozusagen unserem Studio Dance Floor. Vielen Dank, dass du da bist. Human Colors meets Pure FM. Yes, life pure. Der Soundtrack deines Lebens. Einen großen Dank an Modulators für dieses fabelhafte Set. Vielen Dank. Hier live im Pure FM Studio. Herzlich willkommen um 22:56 bei Human Colors meets Pure FM. Alex und Chris, die machen der Party bei uns im Studio. Schön, dass ihr da seid. Danke.
Ja, danke euch, an alle da draußen, die heute hier lauschen. Wir haben ja vorhin schon mal vor diesem fabelhaften Set kurz so ein bisschen gesprochen über Human Colors in Kitty. Und dabei fiel mir ja auch noch ein, ihr wart ja letztes Jahr auch bei Rave the Planet in Berlin. Ist denn da wieder was geplant? Oder wie war es denn letztes Jahr? Ja, also letztes Jahr, es war einfach ein fantastischer Moment für uns alle. Also wir als Crew, wir haben einfach die Liebe zur Musik gefeiert mit all diesen vielfältigen, bunten Menschen. Und das war ja einfach großartig. Und könnt ihr schon was sagen? Wie sieht's dieses Jahr aus? Ich meine, Berliner Techno ja jetzt sozusagen als UNESCO-Kulturerbe. Da kann ja wirklich Dr. Motte riesig feiern drüber. Freut ihr euch schon auf dieses Jahr? Ist da schon was in Planung? Könnt ihr da schon was sagen? Ja, genau. Erstmal auf jeden Fall ein Mega-Ding, dass es jetzt auch UNESCO Berliner Techno endlich auch angekommen ist in der Welt der Musik. Und wir haben uns dieses Jahr beworben bei Rave the Planet. Mhm. Die Bewerbungsrunde ist aktuell noch am Laufen. Wir können noch nicht viel dazu sagen. Wir warten auch gerade noch auf die endgültige Rückmeldung. Aber wir haben geplant, dieses Jahr auch wieder einen großen Truck zu machen bei Rave the Planet mit Human Colors. Da informiert man sich dann am besten bei euch über Instagram, da seid ihr, ne? Oder, genau. Oder schaut einfach mal bei euch in der Party vorbei, jeden ersten Donnerstag im Monat im Kitty. Und dann wollen wir noch mal kurz, jetzt gleich um 23 Uhr gehen wir natürlich hier wieder in den Dancefloor frei hier im Studio. Wir feiern hier schon ordentlich. Aber wir wollen mal noch schnell auf den 4. April gucken, denn da habt ihr ja die nächste Party. Was steht da so an? Also 4. April haben wir wie immer wunderbare Secret Burlesque Shows, hostet bei Maria Manet und natürlich unsere wundervolle Light Goes Dark Tali, die Body Painting macht, und da könnt ihr euren Körper wieder ja, bezaubern lassen mit Farben, es ist ein Farbenrausch, und euch zu treibenden Techno-Klängen dann hingeben. Ich habe es mir die letzten Male mal angeschaut, echt wirklich toll, also es sind ja richtige Kunstwerke, die da sind, wo man echt denkt, Mensch, schade, es könnte fast ein tolles Tattoo sein, aber nach dem Tag wahrscheinlich wieder weg, ne? Nach dem ersten Duschen, oder wie ist das so? Tatsächlich gab es jetzt schon einen Gast, der hat dann Tali über Instagram ein Foto geschickt und hat sich das am nächsten Tag tätowieren lassen, was sie auf seinen Körper gemalt hat. Ach krass, ja. Ja. Also einfach fotografiert, oder wurde es nach, oder direkt so direkt, auf die... Direkt nachgestochen. Was nicht alles geht. Ja. Ist ja klasse. Okay, also die nächste Human Colors im Kitty am 4. April, und natürlich ist Pure FM wieder live dabei. Wir werden das natürlich live übertragen für all die, die vielleicht jetzt nicht nach Berlin kommen können oder im Club nicht dabei sein können, aber ansonsten ist es natürlich schöner, die Atmosphäre vor Ort zu spüren. Also am besten mal vorbeischauen, aber da informieren wir noch rechtzeitig drüber. So, jetzt steht aber noch einiges an, nämlich Milk and Coffee. Und da kann man ja ruhig mal rausplaudern, Chris, das bist nämlich du, ne? Ja, genau, korrekt. Was hören wir denn da jetzt? In 30 Sekunden geht's los. Ja, was hört man von mir? Ich glaube, ein bunter Mix über die letzten Jahrzehnte von mir, einfach ausgewählt fürs Radio. Eine stimmige, runde Mischung, nicht so technoid, ein bisschen verspielt. Lasst euch überraschen. Okay, dann nochmal großen Dank jetzt an Orpheus und vor allen Dingen Modulatos. Ihr beide habt ja jetzt so die ersten 3 Stunden hier bestritten. Und dann gehen wir jetzt ab zu Mix. Aus Berlin in alle Welt. Über DAB Plus, Kabel und Webstream. Es ist 23 Uhr. Human Colors meets Pure FM. Jetzt live.